Nach den furchtbaren Anschlägen von Paris haben auch unzählige Künstler den Opfern der Terrornacht gedacht. So legten die Mitglieder der irischen Rockband U2 vor der Konzerthalle Bataclan Blumen nieder. Wir sind am Boden zerstört angesichts der Toten beim Eagles of Death Metal Konzert, hieß es unter anderem auf der Homepage der Band. Madonna gedachte den Opfern während eines Konzertes in Stockholm. Nicht nur rief sie die Fans zu einer Schweigeminute auf, in der alle Anwesenden für die Opfer und deren Familien beten sollten, zudem erzählte sie, dass sie ihren Auftritt zunächst absagen wollte, aber dann habe sie sich gedacht, dass sie sich von den Tätern nicht stoppen lassen wolle. Sie appellierte an alle, dass diese sich ebenfalls nicht einschränken lassen sollten, denn niemand habe das Recht, ihnen ihre Freiheit zu nehmen. Freiheiten wie zu tanzen, zu singen oder sich ein Fußballspiel anzusehen. Schließlich hoffte Madonna, das folgende Gebet gemeinsam mit ihren Fans zu singen, und sie stimmte ihren Song Like a Prayer an. I have no choice.